Schuckel. Herzlich willkommen in der Zeitmaschine von Monty Python. Wir schreiben das Jahr 2022 und gehen jetzt ein bisschen zurück ins Jahr 1982, als alles begann, am 9. Oktober. So schaut's aus. Darum ist dieses Jahr ja das 40-Jahr-Jubiläum von Monty Python, weil eben vor 40 Jahren alles begann mit einem Live-Konzert am 9. Oktober 1982. Und bevor wir in die Details gehen, nehmen wir dieses Datum als nur eines von insgesamt 40 Beispielen, die Monty Python irgendwie ausgemacht haben. Oder wo wir sagen, das waren lustige, das waren tolle Erfahrungen in diesen 40 Jahren. Man könnte sagen Meilensteine. Meilensteine. 40 Meilensteine, das ist das Wort. Okay. Und diese 40 Meilensteine präsentieren wir innerhalb der nächsten 40 Wochen bis eben zu unserem Jubiläumskonzert. Toni, das findet wann genau statt? Am 15. Oktober 2022 in der Wiener Stadthalle. Muss ich mal gleich aufschreiben. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich ja so ein Geschichte-Fan bin und ich weiß, die Geschichte schreiben immer die Sieger. Und ich freue mich schon, wenn der Thomas und ich von denselben Sachen reden, aber beide haben unterschiedliche Erinnerungen und auf das freue ich mich, auf diesen Austausch, wie die Geschichten halt waren, unsere Meilensteine, unsere Erlebnisse, unsere Gefühle, unsere Erfolge, unsere CDs, unsere Konzerte, oder? Auch alles, was du sagst, ist richtig. Und vor allem 40 Jahre überlebt in diesem wunderbaren Musikdschungel. Und ja, da gibt es einiges zu erzählen. Wir freuen uns schon drauf. Ja, ich möchte ein bisschen sagen, wir sind fast wie Unkraut. Uns kriegst du nicht weg.